Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jo, den Kollegen kennen wir hier, der kommt ja jeden Monat einmal vorbei. Ich mag ihn nicht wirklich, muss ich sagen, also jetzt nicht vom Outfit her. Ich mag eigentlich die Gimmicks hier viel lieber mit dem Pony und mit dem Raketenwerfer, aber er könnte auch mal eine andere Hütte mitbringen, würde ich sagen. Vielleicht angepasst an die jeweilige Szenerie, die man jetzt gerade ausgewählt hat. Also so wie ich in dem Fall hier. Ich bin arm und habe kein Geld. Ich muss die Pixel-Szenerie hier nehmen. Die gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Und warum sind es eigentlich mal wieder für mich Krampfspiele? Also es sind tatsächlich wieder Krampfspiele dabei. Ich werde euch auch erklären, warum. Ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, dass es hier Spiele gibt, die kein Mensch macht. Ja, hier gibt es Spiele, die macht kein Mensch. Aber es gibt natürlich auch Spiele, die machen welche. Ja, im Moment gibt es hier schon welche, die sind durch. Es gibt auch welche, die da läuft schon ein bisschen was. Okay, ein paar Juwelenminen, zwei Stück. Und das hat man natürlich ziemlich schnell erledigt, weil die Juwelenminen gehen ja noch. Aber gerade diese Dinger hier, Otto's Outpost, vier Stück davon im Builderbase, das ist halt ein großes Problem. Und genauso, und hier gab es eben noch ein anderes Spiel, das Ding hier, die heilende Hütte hier, das sehe ich ein bisschen als kleines Problem an, weil genau diese Gebäude, die findest du nur in der zweiten Stage hier, und da bis dahin musst du erstmal kommen, die findest du nur in der zweiten Stage, weil die lassen sich auch gar nicht in die erste einbauen. Das sagt dir das Spiel dann schon, falls euch das noch niemals aufgefallen ist. Wenn ihr die also hier so absetzt und wollt das hier so platzieren, dann sagt er, Healing hat must be placed in Stage 2. Und genau so ist das mit Otto's Outpost auch. Also auch den hier bekommt ihr niemals da unten präsentiert. Und deswegen finde ich die Clan-Spiele auch, was dies betreffend, sehr, sehr schwierig. Und ich breche die gerne ab. Ich breche die dann gerne ab, damit die gar nicht mehr auftauchen, weil die nimmt vermutlich auch niemand. Ja, die nimmt vermutlich auch niemand. Ich meine, das hier kannst du noch machen. Ein Packer ist ja easy peasy. Oder einmal so ein Spielchen machen mit so ein paar Sternchen. Das ist ja wirklich easy peasy. Das kann man sogar, ja, kann man das nachspielen, durchspielen? Oder wie spielt man das am einfachsten? Da war ich wieder dumm. Oder geht er doch den richtigen Weg? Alles klar. Ich dachte gerade schon wieder, die gehen nicht den richtigen Weg. Ich könnte jetzt abrechnen. Ich weiß, das werden dann ein paar Sternchen, aber das wird auch so ein Sternchen hier. Da habe ich keine Sorge. Der Brutzler hier ist nicht aktiv. Das ist sehr schön. Also jetzt sehr schön für mich. Der Brutzler ist nicht aktiv. Und hier oben ist noch Nummer 5. Nummer 5 lebt, ne? Oder mehr Input für Nummer 5. Wer es noch kennt, macht einfach einen Daumen nach oben da und ein Like oder sowas. Wer das noch kennt, Nummer 5 lebt. Und damit haben wir ein Sternchen gemacht. Oder sogar zwei Sternchen gemacht, ja. Damit haben wir zwei Sternchen gemacht und haben die Challenge auf jeden Fall geschafft. Aber wie gesagt, die anderen Challenges, und die verschwinden ja jetzt nicht. Ja, das sind drei Stück, die eigentlich verschwinden sollten. Ich breche die gleich ab, Leute. Ich würde sagen, wir machen trotzdem noch so ein paar Challenges hier bei den Krampfspielen, denn es gibt ja diesmal ein paar nette Rewards, allerdings nur in den letzten beiden Tiers, finde ich. Obwohl die bei den anderen Tiers auch nicht schlecht ist. Also sowohl hier die Sucher Potion ist nicht übel, als auch natürlich die Shovel of Obstacles. Die olle Schippe hier ist natürlich toll. Es gibt sogar zwei Schippen hier, ne? Diesmal zwei Schippen im Pass. Und aber ich denke mal, das Universalbuch ist natürlich top. Ich habe jetzt dieses Jahr noch gar nicht mitgezählt, wie viele Universalbücher es schon gab. Aber es gab, glaube ich, noch keins. Oder vielleicht eins. Wenn dann im Shop. Und es gibt eine dunkle Rune hier, ist natürlich auch top. Gerade für mich jetzt im Bereich von Thorsten, also mit dem Rathaus 15, da ich da ja hart am Pet-Leveln bin und auch noch am Leveln im Labor, ist das natürlich super, dass es hier die gibt. Ja, ich meine, das sind auch tolle Potions hier. Okay, das haben wir dahingestellt. Und es gibt auch jede Menge Gems hier. 100, 150, 170. Also alleine 170 Gems. Aber letztendlich sind tatsächlich nur die letzten beiden Tiers eigentlich interessant hier. 75.000 Punkte ist schon Wort zum Sonntag. Also auch da muss ich ein bisschen mitspielen. Da komme ich nicht rumrum. Auch da muss ich ein bisschen mitspielen. Da komme ich nicht rumrum. Und
Hab aber eigentlich schon eine Armee hier am Stille. Jo, das passt. Ihr wisst, im Moment mache ich ganz, 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 ganz viel. Was braucht man eigentlich? 200.000 Gold, ne? Ganz, ganz viel mit Lufttruppen und Blimp. Also mit Super Archer und also Super Bogenschützen und Super Magier. Fragt mich nicht warum. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, ich kann nichts anderes mehr. Aber ich habe mit ihm hier auch schon ein Hybrid gespielt. Allerdings ein Hybrid, nicht gedefft, sondern doch gedippt, ein Hybrid gedippt. Ich muss mal eben gucken, wo die Fehler sind. Die sind nicht da. Okay, da ist einer und da ist einer. Dann könnten wir eigentlich hier über die Luftabwehr da reingehen. Würde ich sagen, 1, 2, 1, 2. Wir schicken den Hund hier hin. Und nehmen hier die Blimp mit rein. Na, die fährt aber so ein bisschen krumm, die Blimp, ne? Ein bisschen krumm fährt die ja. Na, jetzt muss ich sie aufgehen lassen. Oh, jetzt muss ich die wieder aufgehen lassen, Leute. Und damit habe ich sie schon wieder verkackt. Ah, die ist wieder zu weit geflogen. Ich bin ein Otto, ey. Ich bin echt ein Otto. Oh. Und die war noch nicht mal in der Wardenauer und ist trotzdem so weit geflogen, ne? Okay, dann machen wir das Beste draus. Wir lassen die eine Queen mal hier mitlaufen und die andere da mitlaufen. Und doppeln hier mal so ein bisschen rum. Würde ich sagen. Einmal gedoppelt, zweimal gedoppelt. Also nochmal ein paar mehr Drachen hier am Start. Wenn auch nicht viel, aber etwas. Könnten die hier in Wut bringen. Und machen mal die Def hier unsichtbar. Einmal da, einmal da. Dann ist das Rathaus auf jeden Fall meins. Perfekt. Sehr schön. So, hier haben wir noch einen Skeddy. Und da haben wir allerdings auch noch einen X-Bogen. Ah, schade. Okay, ist nicht so schlimm, Leute. Wir sollten wohl irgendwie unsere... Ich hoffe, wir haben 200.000 irgendwie gepackt. Ich weiß gar nicht. Das wäre jetzt mega peinlich, das Clanspiel nicht zu schaffen. Nur weil ich hier nicht mal mehr 200.000 Gold rauskriege. Aber sollte, glaube ich, gepasst haben, ne? Ja. So viel zur Blimp, ne? Sehr ärgerlich. Wieder mal der Blimp richtig vereiert. Okay, wieder mal der Blimp richtig vereiert. Mann, Mann, Mann. Okay, so hier unten haben wir glaube ich nur, ja, hier habe ich mehr oder weniger nur Dunkles drin. Wir brauchen hier noch ein paar Mauern, dann geht er auf 15 hier. Aber ich kann euch sagen, es gibt einen Account, der geht jetzt auf 15 irgendwann. Da wollen wir es mal richtig schön ausnutzen, den dann zu leveln, wenn die Liga anfängt. Das heißt also, der Donnerbengel hier wird in ein paar Tagen, 7 Tagen, 12 Stunden. Und der Pass läuft noch 8 Tage, 21 Stunden. Also den mache ich wirklich pünktlich. Schlage ich den ganz normal mit dem Bauarbeiter auf Rathaus Level 13. Dann habe ich nämlich 5 Tage lang, waren 5 Tage, ne? 5 Tage lang, also vorausgesetzt, ich mache sofort das Labor. Ja, da muss ich dran denken, ich mache sofort das Labor. Dass wir dort dann verstärkte Truppen haben. Das heißt also, und verstärkte Helden haben. 5 Tage lang und das 7 Tage von... und das von 7 Tagen, so muss man sagen. Und das von 7 Tagen. Okay, so. Hier habe ich auch ein Clanspiel. Ja, mach mal 175%. Und auch hier übe ich immer so ein bisschen ein wenig mit. Ich will nicht sagen Hybrid, aber es ist ein Hybrid. Jo, es ist ein Hybrid. Und wir brauchen ein bisschen Gold und Elex. Das Dunkle können wir uns ruhig auch voll machen hier beim Donnerbengel. Oh, der war gut. Oh, und ich klicke ihn weg. Ich klicke ihn weg. Ich kriege die Krise. Ich klicke schon wieder einen weg. Mann, Mann, Mann. Ja, das passiert mir aber auch wirklich oft, ne? Das passiert mir wirklich, wirklich oft. Guck mal, der ist doch schick. Adler da unten. König auch. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich habe ein bisschen zu viel. Ich habe ein... Oh, 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 oh. Ich hab doppelte Kapazität dabei, sehe ich gerade. Ich habe doppelte Kapazität dabei, was Mauerbrecher angeht. Dafür habe ich irgendwas anderes zu wenig. Ja, ich weiß auch was. Ich weiß auch was, Leute. Ich sehe es jetzt gerade. Ich sehe es gerade, ja. Da habe ich wohl eben noch Hox verspendet, wa? Okay, dann müssen es jetzt die Miner reißen. Aber erstmal die Queen hier. Auf den Adler, sehr schön. Und dann können wir, würde ich sagen, wir lassen den King hier noch irgendwie drin, oder? Ich würde sagen, wir lassen da den King noch irgendwie rein. Mal sehen.
Wir müssen 175% schaffen hier. Oh, nix da. Nie auf meine Heiler. Ach, dusselig. Also dusseliger ist eigentlich, dass ich jetzt nur zwei Hocks habe. Muss ich mal so sagen. Das ist gerade ein bisschen komisch. Das ist gerade ein bisschen komisch. So, da ballert der Bogenschützenturm ein bisschen hart auf mich, aber das ist auch noch ein kleines Rathaus. Hier machen wir die Queen mal ein bisschen giftig. Und da ist ein X-Bogen auf Boden, der jetzt die ganze Zeit auf meine Queen rumballert. Das ist nicht gut. Aber das sieht ganz gut aus, dass das 100% werden könnten. Damit haben wir dann einmal 100% gemacht. 175% müssen wir machen für die vielen, vielen Sternchen. Und bei mir hält natürlich schon wieder die Musik an. Ja, das ist auch immer ein Drama, muss ich sagen. Dann machen wir es mal so. Damit ihr noch ein bisschen Mucke habt. Ich schmeiße sie ja mal von Hand an. Also im Chrome hält die ab und zu mal an. Von Epidemic Sound. Im Edge passiert mir das, glaube ich, nicht. Ich muss das einfach mal auf den Edge starten. Ist, glaube ich, auch im Livestream immer mal wieder so ein kleines Thema. Wo ich denke, ja, Mucke läuft und dann Mucke läuft nicht, weil irgendwie angehalten. Keine Ahnung, das ist irgendwie dem Browser geschuldet, glaube ich. Aber okay, ist auch eine Musik. Für Musik brauche ich ein bisschen alle Kanäle besuchen. Bei mir seht ihr mit Masse Clash of Clans. Und haben wir hier ein Spendending? Ne, ein Spendending haben wir auch nicht. Okay, wir haben auch kein Spendenteil. Da gebe ich mir noch einmal selber hier Truppen. Wir müssen 100, was müssen wir machen? 175%, ne? Ne, 150 auch nur. Für 300 Punkte ist ja ganz gut. 150 für 300 Punkte bei den Krampfspielen. Wie sieht's aus bei euch, Leute? Kleinspiele hin oder her? Findet ihr die Rewards gut? Ja, nein, vielleicht mal gucken. Oder sagte er, hoffentlich ist die Woche bald vorbei. 4 Tage, 21 Stunden. Ich muss auf jeden Fall noch mit ein paar Accounts reinhauen hier. Wenigstens so 2.000, 3.000 Punkte, würde ich sagen. Und deswegen machen wir auch sicherlich in den Livestreams ein paar Klönspiele. Da muss der halt durch. Wir machen zwar ein bisschen CK, ja, aber wir werden auch die Clanspiele ganz hart machen. 4 Tage, 12 Stunden ist auch noch ein bisschen hin. Und deswegen Zeit sinnvoll nutzen. Den einen oder anderen wird das ja auch freuen. So ist es ja nicht. Das ist eine coole Base, ne? Das ist eine coole Base. Warum ist das eine coole Base, Leute? Weil ich jetzt gar keinen Mauerbrecher dabei habe. Das ist nicht cool. Warum habe ich keinen Mauerbrecher dabei? Ach so, weil ich hier 6 gebaut habe, ne? Oh ja. Ah ne, da kommen jetzt noch 3 nach. Okay. Da kommen noch 3 nach. Hier haben wir zu viel. 1, 2, 1, 2. Ah ne, 3 nach ist so viel. 9. 1, 2. 3 ist definitiv zu viel. So, jetzt passt das 2,80, ne? 3, 1, 2, 3. 5, 15 und noch die Hocks dabei. 9 Hocks, 10, 11 Hocks ist ein bisschen viel. 10, 11 Hocks ist zu viel. 9 Hocks, 2 von denen. Achso, wir haben zu wenig Ballons. Jetzt passt es wieder. Okay, Leute, entschuldigt bitte. Jetzt passt es wieder. Alles cool. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mach fertig. Sehr schön. Und dann passt es jetzt auch hier wieder. Die mache ich mal nach vorne wegen Spendengeschichten. Also hohe nach vorne, danach die, danach die. Anhand der Truppenkapazität. Das. 5, 6, so. Anhand der Truppenplätze habe ich das mal gemacht, damit man da nicht, dass das da nicht versehentlich komisch nachrutscht. Wir machen noch die restlichen 50%, Leute. Dann ist es das auch gewesen von den Kramspielen hier. Ich wollte es nur mal wieder mit für euch festhalten, dass der Toto ganz brav hier die Clanspiele macht, wie es sich gehört, und sich auch der oldeste Greenhorn nicht beschweren kann. Toto macht keine Streams, wenn Clanspiele sind. Stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Och, Queen. Geht er doch hin? Sehr schön.
So, mal gucken, ob wir nicht mal irgendwie bis zum Adler kommen. Mal sehen, ob wir hier noch ein paar Luftminen rausholen. Da ist keine, da ist auch keine. Sehr schön, ist da noch was. In der Hoffnung, die Queen geht dahin. Aber wir haben das noch gar nicht auf. Hier geht jetzt ein bisschen komisch. Das ist ein Single, ne? Ah ja, ja, das ist ein Single Inferno, okay. Da brauchen wir ein bisschen mehr PS gerade. Queen, das ist schön, dass du auf den Adler gehst, aber hier ist immer noch ein Single Inferno. Ich mache das mal genau auf andere Seite hier. Also ich lasse oben mal den King laufen und hier unten läuft die Queen. Früher war das mal so, dass die Bodeninfernos mehr Power hatten als die Luftboden, ne? Ist auch heute aber nicht mehr, ne? So, da ist sie gerade noch so rausgerutscht, die Kleine. Da ist die gerade noch so rausgerutscht. So, meine Meute geht schon mal in die richtige Richtung. Oh nein, die gehen jetzt alle noch da. Toll. Toll. Zwei sind da in die Mitte gegangen, weißt du, und dann schickst du die anderen da rein. Und dann gehen die nicht in die Mitte. Dann schickst du die anderen da rein und dann gehen die nicht in die Mitte. Okay, müssen wir mal eben zünden. Hier sind die anderen Hocks. Da hinten sind noch die Miner, aber ich glaube, die 50% haben wir sowieso schon, ne? Dann heilen wir hier nochmal durch. Die 50, ja, die 50% haben wir in jedem Fall schon. Perfekt. Sehr schick. Eieiei, Krampfspiele. Aber wieder 150 Punkte gemacht. Ne, 300 Punkte sogar. Ne, 300 Punkte sogar gemacht. Das sind auch, glaube ich, im Moment die größten Punkte. Also 300 und 600 habe ich schon gesehen. Ich glaube, die 1500er kommen dann erst so Mitte bis Ende der Clan-Spiele mal wieder. Das heißt, wenn alle durch sind, dann kommt Supercell wieder mit den Spielen 1500 und mehr. Mehr haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, aber dann kommen sie wieder mit den Dingern raus und alle Welt ist fertig und kann dann nichts mehr mitmachen, aber es ist eigentlich sinnvoll, so lange zu warten, weil du ja dann doch noch mit dem ein oder anderen Account ein paar Punkte reinfahren kannst. Und kriegen wir den auf 100 hier? Komm, Männers. Komm, Männers. Jawohl, 200%, okay. Haben wir noch gepackt. Sehr schön. Haben wir noch gepackt. 3-Sterne-Bonus auch inne. Also der Donnerbengel hier kann in jedem Fall, denke ich mal, ganz bedenkenlos in 2 Tagen auf Level 13 gehen. 900 Punkte haben wir. Macht auf jeden Fall doppelt Sinn. Ich werde die jetzt mal töten hier. Also mit töten meine ich, ich trashe die weg. In der Hoffnung, dass das nicht mehr kommt. Das auch weg, weil es nimmt keiner, Leute. Ne? Macht das ruhig, das sind 3 Gems oder lasst es halt 10 Minuten laufen. Früher wurde das immer teurer, den nehmen wir auch weg, weil die Healing hat es auch in der 2. Stage. Und dann ist es auf jeden Fall günstiger. Und wir haben jemanden in Legende, vielleicht haben wir auch jemanden in Titan. Haben wir jemanden in Titan hier? Lass mal gerade gucken. Jo, einen haben wir in Titan, aber die nehmen das Spiel auch nicht. Also streng genommen kann man die da oben auch töten. Also einmal Legende und einmal Titan. Alle anderen sind wieder recht normal. Also so gehe ich immer vor bei den Clan-Spielen und werd mir wahrscheinlich jetzt so einen Uhrenturm hier nehmen für 100. Dann habe ich auf jeden Fall die 1000 Punkte und habe... Oh, ich komme ganz gut mit den Pässen sogar heute dieses Mal zurecht, auch mit den Freipässen. Und habe dann auch meine 1000 Punkte hier. Das gibt immerhin 200 Punkte auch im Pass, Leute. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr den freien Pass noch nicht fertig habt. Beziehungsweise... euren Goldpass noch nicht fertig habt, sind 200 wirklich, wirklich leicht verdiente Punkte. Wenn euch das Ganze gefallen habt, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und auch wieder auf die Livestreams. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clasht.